Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Was ist das für einen komischen Hintergrundsound immer? Es piept immer bei Das dir. ist so ein Piepsen. Ja. Er lebt einfach in Ja, Kommen. das Ich ist. glaube, das ist Ja, dein vielleicht Vogel. ich kann mich leiser stellen, aber Weißt dann hört man mich halt schlecht. du? Ja, ist nicht so schlimm. Killt einfach Dürren, danke. Nee, Daryl ist einfach ein Vogel. Das ist halt das. Nee, das ist Marschis Vogel. Ah. Jeder Nee, hört ich auf bin den. Marschis Vogel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist doch nicht. Okay. Dann laufe ich jetzt mal nach rechts und sterbe da. Also egal, wo ich halt hinlaufe. Ich sterbe. Ich sterbe, danke. Sky, wo stellst du dich da unten? Du weißt doch, dass Chris, Dylan, hier ist keiner. Nee, geh weg! Alter. Also, ich will ja nichts sagen, aber irgendjemand muss Galani mal die Waffe wegnehmen, weil der kann nicht immer auf irgendwelche Menschen schießen und Ja, daran immer schon, oder? verrecken, ey. Ach, Ach, Skylani. Das ist gut, dann kann er mir Skylani. jetzt was zu trinken Geil. holen. Also, es ist okay, weil ich in Koms kurz reingegluckt habe. Weil ob da jemand tot ist, weil Skalani stellt sich Hat er dich? bei Skel, nee, nicht Skel, mein Gott. Bei Shield stellt er sich immer unten in die Ecke und da hab ich gesagt, warum stellst du dich denn da unten? Der Weg ist doch viel zu weit. Und dann hat er mich wahrscheinlich gesasst und ja, hat sich erschossen an mir. War unangenehm. Also Storage liegt da, er ist im Sheriff wieder mal Glaube gewesen. Marschi das jetzt, weil bei 9 Ich muss ignorierst dazu du aber das sagen, wenn so. Marschi Imposter ist, wäre der erste Move Sky killen, ne? Weil ich war Ja, ne. aber dann dieser Report. Naja, ansonsten würde sich jetzt der echte Sheriff outen, Marschi erschießen oder so. Ja, das Also ist nicht outen stimmt. Also vielleicht, aber zumindest oder sich außer er insofern wusste, outen, dass dass Sky sie der das Sheriff ist. Ja, woher soll ich das wissen? Aber Kann ich das nicht ist wissen. absolut, Leute, das ist ein absoluter Sky-Move. Er hat doch Ja, eben ich auch glaube random dir. auf mich geschossen. Davor hat Ja, er aber auf meistens glaubt er Carol nicht geschossen. davon. Hä, nein, er hat dreimal falsch geschossen. Nee, Ah, einmal nee, hat er einmal richtig richtig. gelesen. Okay, prozentual hat er Ich erinnere dich an 33%, die ja. legendäre Runde, wo er beide Imposter weggeshootet hatte. Well. Ja, das war aber auch nur Luck. Skalani, Oh, bitte der leg die hat zu Waffe dem weg. Zeitpunkt Da hat gut Annika Queen gespielt. kombiniert. Annika, Vielleicht gib hat ihm er auch einfach gut bitte, nimm ihm bitte. kombiniert an dem Tag. Ja, nee, Was war willst das du? so? Ja, nimm ihm bitte die Waffe aus der Hand und gib ihm eine Banane oder so. Nee, die Bananen Marschi, sind ich für muss das Lunes. Stück Gehören ihm nicht. Nein, die Zwiebel Obst. sind für Lunes. Auch die Bananen. Alles Obst und Gemüse gehört ihm. Was anderes Ist kriegt er ja ja nicht, mit der arme Zwiebeln und Junge. Bananen zusammen? Ja, der isst alles zusammen. Der ist Igitt. verrückt. Gut. Damit bin ich proof. Zumindest vertrauen sie mir. Die eine Stimme von Imposter-Kolleg. Dann einfach. Oder Annika? Reactor. Chris läuft komisch. Er gibt den Chris ein Schild. Fängt schon wieder so komisch an, dass man den falschen Leuten ein Schild gibt. Und bin lange ins Elektrike drin. Könnte mein Ende nicht sein, weil ich jetzt hier. Lights, 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 Lights. Es gibt einen Ingenieur noch. Hä? Der ist ein Joker. Hä? Zwei Imposter und ein Joker? Hä? Witzig. Ich habe gerade Dirin und Anilos an so einer entspannten Marschileiche vorbeirennen sehen. Ja, das war Was? witzig. Entspannte Ich Marschileiche. bin electrical rein, oben zu meinem Task. Also ging das Licht gefixt war oben bei meinem Task. Dirin stand dann da, hat mich weird angeguckt, wir sind dann runtergelaufen. Da liegt ein Leich, er läuft aber drüber. Da dachte ich mir, ja, irgendwer findet die jetzt eh. Was, ich bin über eine Leiche gelaufen? Nee, Ja, du bist über Quatsch. eine Leiche Ich habe gelaufen. dich angeguckt, weil du so komisch da rumstandest.
Wo ich sterbe, war ein Task. Darren, du hast keine Leiche gesehen? Mit im Raum läuft über die Leiche drüber. Liegen lassen. Da habe ich mich gefragt, was okay. fehlt dir? Ich habe mich gefragt, warum die entspannte Marschleiche? Hat es bei euch gerade auch so mega geleckt? Wie ist es bei mir? Die Tasks waren voll verzögert alle. Nö. Okay. Aber Chris ist dann auch vorbei, also Chris ist dann auch so die Chris ist von, durch, hat mich reported. Irgendwo von, also der von Storage gekommen. Gemacht. Keine Ahnung. Ist über so ein Storage gekommen, du musst irgendwie über die Leiche. Wo liegt denn die Leiche, Kinder? Das ist ja bei Electrical. Also. Dann ging es an und dann bin ich runter, da war Dylan bei mir und dann war die Leiche, der ist rübergelaufen. Und was macht er da? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt tatsächlich auf Chris tippen. Und zwar, ich weiß, er ist nach links reingelaufen, Richtung Electrical. Dann habe ich ihn kurz wieder gesehen in Storage und dann ist er wieder zurückgelaufen. Also im Endeffekt hätte er ihn killen können, wieder in das zu Storage reinlaufen können und wieder zurücklaufen können. Und ich habe Maschallah, hä? Rufen hören von drüben. Also, ich würde Darren auch rausnehmen, weil wir zusammen in Reactor waren und er mich da entspannt oben in der Ecke hätte killen können. Ich glaube, Darren ist ein Joker, würde ich jetzt sagen, weil der wirklich so komplett weird war. Der hat auch keine Task in Electric gemacht, der mich einfach angeschaut. Hey, ich hab Sachen gesucht. Hey, klar, Digga. Ich hab wirklich meine Schlüssel nur gesucht. Was ist mit euch? Die Schlüsseltasks ist hier doch gar nicht, Chris. Lülülü. Oh. No. Danke. Scheiße. Danke dafür. Was die machen, Alter. Marschi, tut mir leid, aber ich brauchte deinen Körper. Ist vollkommen fein. Ich wusste, einer von euch drei muss. Also, Dylan war auch Imposter, oder? Dylan war. Ich weiß, was Dylan war. Ich war Imposter. Ich hab dich getötet. Keksi war. Keksi war's wirklich! Ja, gut. Aber Keksi hat jemanden getötet, weil Keksi. Übrigens, es war keine Lüge. Also, die beiden sind mir wirklich so entgegengekommen. Ich habe auch nicht gerafft, was los ist. Ja, ich habe auch nicht reported. Göttliche Wiederzukunft. Sky Sky. Sky Sky. Warum geht das nicht? Warum kriege ich das? Shani hat Schild. Keksi steht hier. So. Abgenommen. Dip, 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 dip. Enidos, geh weg. Da ist sogar noch Ryan gebackt worden. Lichter sind aus. Carol, Annika. Ja. Okay. Ich habe Chris gefunden. Quasi bei den Lifelines nach unten raus. Wo unten raus? Also Lifelines? Den Raum nach unten raus. Richtung. Also Richtung Admin Table. Sozusagen. Ja. Okay. Marshi safe. Marshi ist in Specimen. Ich würde jetzt. Ich bin mit Enidos oben zusammen reingegangen. Ich weiß halt nicht, könnte Enidos gewesen sein, aber ich würde jetzt erst. Lass mich doch ausreden. Ich würde dich ausschließen trotzdem, weil von der Zeit kommt es wahrscheinlich nicht. Hätte ich aber kurz. Ja, Enidos müsste vorher an der Raketentask gewesen sein, oder? Ja. Ich meine, meine rot gesehen zu haben, ja. Also kann Enidos gar nicht geschafft haben. Ja. Carol war es nicht. Wo war? Weil wir sind gerade zusammen nach unten zu spielen. Ja. War Annika auch da? Annika und Carol Imposter Duo. Okay, also wir sind raus. Shani? Natürlich, immer. Ich bin rumgelaufen. Ja. Okay. Ja, Shani hat mir eine Weile lang zugeschaut. Okay. Ich hab Keks zugeguckt, wie sie auf dem Scan stand, hab geguckt, ob sie es richtig macht. Dann hab ich gesehen, wie Annika und Carol Richtung Bessel runter sind. Dann bin ich Richtung Elektro gelaufen. Storage. Die Tanke auffüllen. Storage. Tanks. Kann nicht sein, du warst in Storage. Das stimmt nicht. Ich war unten im Süden an der Weather Node. Und bin dann. Er war nicht in Storage. Natürlich.
Nein, du warst, ich hab dich da nicht gesehen, du warst nicht in Storage. Ich hab auch niemanden gesehen. Das ist aber auch nur Licht aus. Einer von beiden. Ja, aber ich hab niemanden gesehen. Ja, eben, das Licht ist aus. Der war da nicht. Er war da nicht. Er war da nicht. Ja, vergiss nicht, es gibt keinen noch Joker geben, ne? Shani Joker! Shani Joker! Ist mir egal. Shani schießt nicht in der ersten Runde auf mich. Er war es nicht. Ja, also er war da nicht. Das heißt, sie ist entweder Imposter, oder? Wurdest du früh gesaved, Carol? Deswegen. So wie du eben. Ja, tut mir leid, trotzdem krieg ich deine Stimme. Ja. Mache ich die Türen wieder auf, weil sich keiner fürs Licht interessiert. Ich bin der Einzige, der hingeht. Kann doch wohl nicht wahr sein. Was soll der ganze Scheiß? Echt jetzt? Passiert kein? Also, will ja nichts sagen. Ach, schon weird. Carol, Keksi. Shani hat ein Schild. Was ist Joker, ne? Hä? Lol. Keksi hat auf mich geschossen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hast du geschossen, Dylan? Oder Keksi? Das war ich nicht. Du bist gemutet. Oh, Entschuldigung. Ich war gerade. Shani, wo bist du hin erstmal? Du bist doch gerade zu Reactor gelaufen, ne? Ja. Okay. Dylan stand an den Task vom. Ja, vom Tank. Genau. Und ich gehe Richtung Dylan. Und Keksi kommt dazu, Keksi schießt, dann muss sie geschossen haben. Und ich hab's nicht verstanden. Also entweder hat Keksi, wenn Dylan nicht geschossen. Hat sie geschossen. Na, auf mich dann. Weil Dylan stand an den Tank. Ich versteh's nicht. Einmal Lifeline. Keksi ist gerade gestorben. Du hast sie umgebracht. Dylan, wenn du da stehst, auch wenn du in der Task bist, bringe ich sie da nicht um. Das ist Bullshit. Also ich hast du dich verdrückt? Nee. Hä? Keksi, was hast du getan? Hat jetzt versucht, Marsch sie zu ist verwirren. Gestorben. Vielleicht war es Selbstmord. Nein, ich glaube, Dylan ist Joker, so wie der hier rum. Ah, ich bin Joker. Ich sag stimmt. Ich hab Dylan auch du nicht kann... gesehen im Ding, ne? Aber sie hat... Maul ist schon. Ich stand da die ganze Zeit, Mann. Nein, halt selber das Maul. Hey, jetzt beruhig dich mal. Aber, nee, denn dann hat Keksi wahrscheinlich auch... Keksi muss auf mich geschossen haben. Dylan stand da. Ich kann es euch gleich zeigen. Ja, du bist Imposter wahrscheinlich. Wenn du wendest, voten wir dich. Aber dann ist die Frage, Dylan, warum hast du das Licht nicht gefixt? Weil das hat ewig gedauert, bis es anging. Ich brauch doch mein Dings nicht für die Scheiße da auf. Ja, oder warum ist kein anderer hingekommen? Fragen wir mal so. Das ist auch eine gute Frage. Also ich rechtfertige mich da nicht mehr für. Ja, nee, das ist fein. Ich bin gleich fertig. Was hat Keksi getan? Alarm. Wenn wir jetzt noch einen verlieren, dann mache ich's aus. Wirft Skalani vor, dass er schießt wie ein Wilder, aber stirbt selber durch den Schuss. Skalani's Lucky Luke. Schneller als ein Schatten. Genau. Halt daneben. Hey, Lucky Luke trifft immer. Ja, ist geil nicht. Was haben wir noch? Einen Ingenieur drin? Was hat sie getan? Hä? Du. Sky. Bitte bring ihn nicht um. Ja. Ah, den Medic umbringen. Wer war in den Camps? Ich. Hast du die Leiche gesehen gerade? Nur wie du hingelaufen bist, ja. Aber ich habe nicht gesehen, wer gekillt hat.
Schade, okay. Schade, aber du kannst bestätigen, dass ich nicht gekillt habe, ja? Ich kann bestätigen, dass du nicht gekillt hast. Ja, okay, gut. Also ich habe dann... Und Mashallah war es, glaube ich, auch nicht. Also ich würde jetzt unfrei rausnehmen. Ich war die ganze Runde. Also Mashallah war, hat mit mir gerade das Licht gefickt. Also ich würde jetzt tatsächlich auf Annika und Carol tippen, weil die zwei sich ja auch gegenseitig vorhin geproofed haben mit, wir waren gemeinsam mit Specimen. Ich bin jetzt in Specimen, da ist niemand. So viel kann ich sagen. Wir sind gemeinsam da rumgelaufen. Sky kann mich proven, weil wir sind uns gekreuzt. Er ist dahin gelaufen, wo ich herkam. Da lag ja dann keine Leiche. Ja, dann kann es ja nur noch Carol sein. Right? Also Carol oder Annika, eine von beiden ist es definitiv. Ich sag, Keks, sie hat auf mich geschossen, ich kann es nicht sein. Also gut, ihr müsst mir nicht glauben, das ist klar. Das ist halt die nächste Frage, ja. Aber wie gesagt, ich kill doch, also ich würde es tun, nächste Runde wahrscheinlich, würde ich vor Durins Augen killen, aber ich verstehe, hat Keks genug, nee, das ist für mich Carol. Moment, Carol, ich würde dir gerne glauben, aber... Naja gut, dann sage ich jetzt mal ciao und hoffe... Obwohl, dann, wenn zwei noch drin sind, habt ihr verloren. Wir haben ja keinen rausgevotet, oder? Ja, eben, wenn einer nur... Oh, ja, Mann, eben. Ey. Well, it's a loss, I guess. I believe I can fly. Hey, you can win, dude. Du bist ein dreckiger Lügner. Ja, ja, ich hab auf Marschi geschossen. Ihr seid ja echt heftig. Du hast auf mich geschossen, warum bin ich denn nicht gestorben? Nein, ich hab auf Dürren geschossen. Aber also, bei mir sah es wirklich so aus, als ob du auf mich schießt. Ja, mir war egal, ich musste Elidos noch mitnehmen. Das für mein persönliches Ego war das wichtig. Oh nein. Oh nee. Wer will ein Schild? Müden wir uns? Ich will Schild. Chris. Nee, aber... Hey, wir reden, das ist noch bei der Ja, ich ja. Will. Wie können wir jetzt gewinnen? Tasks? Weiß es keine nicht. Ahnung. Tasks? Wer ist Imposter? Niemand. Annika Imposter. Aber eigentlich geht's voll. Aua! Aua! Carol ist irgendwo gestorben. Dani, du bist safe. Wieso bin ich's? Ah, cool, dankeschön. Zwei sind tot. Sky ist auch tot. Er hat die Wische gar nicht geändert. Oh mein Gott, das ist Hab so. Hab Carol gefunden. Das ist so. Oh Gott! So, wo war du? Scheiße, hab ich raufgedrückt und da hab ich jemanden getan. Ich hab Carol gefunden in Lab. Nein, ich hab Sky gefunden oben bei Electric. Carol und Sky sind okay. Ah ja. Das Schlimme ist, Annika kann nicht voten. Skip. Skipperino! Wir müssen eh warten, bis Annika. Ja. Außer Sky! Sky! Er hört mich nicht mal, weil er sich auch gemutet hat. Beides, verdammt. Nee, bei mir hat nur Chris nicht gewotet. Chris? Ich dann habe gewotet. Dann hast du den Bug. Ja, dann hast du den Bug. Bei mir hat Annika schon. Nee, Annika ist ja nicht da. Dürren lügt. Ja. Warte mal, wie konnte man bei diesem Fangenspiel überhaupt gewinnen? Wir sind zwei Imposter. Das geht sowieso nicht. Wir sind zwei Imposter, das geht nicht, ja. Nur hypothetisch. Task machen. Alle Tasks machen richtig. Ja, schaffst du und man nicht. Darf nicht reporten. Ja, so. Bei zwei schaffst du es sowieso ja, nicht. Stimmt, so war das. Deswegen habe ich ja reported, Chris. Weil ich dachte, bevor noch jemand stirbt, lieber eine Leiche reporten. Ich habe ja gehofft, dass Annie ein Dings wird. Aber. Leider nicht. Ach, leider nicht. Prinzessin Annika. Mm. Ja, sonst so. Ich bin tot. Wie war das für dich zu sterben, Carol? Entschuldigung. Es hat mich umgehauen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn war. Aber ist doch schön. Der war leise normalerweise. Ich bin da als Geist, auf einmal kommt so was Blaues angeruscht. Hab Carol gefunden. Ja, ich habe was Gelbes gesehen und dachte mir, Reportern, hallo. Kann man einfach nur so ein blauer Blitz ins Bild und fertig. Hm. Der blaue Blitz. Hm. Gib mir Folgentitel, richtig nice. Ja, 10 Sekunden noch, geil. Welche jetzt weiter? Rosa und braun. Ja, Titel, rosa und braun. Braun ist tot. Denk dir lieber ein paar Songtitel aus. Shani will es wissen. Ja, Shani will es wissen. Shani will es wissen. Oh Gott. Red Flag. Red Flag. Vorne Leaves.
Oh Gott. Erstmal aus dem Raum rauskommen. Oh mein Gott. Ah. Wenn die Tasks noch in der Geschwindigkeit wären, swipe the card wäre so viel anders. Ich mach gar keine Task, erst weil es so lustig ist, rumzurennen. Genau, einfach so immer sterben. Ui, ja, dann werden wir aber das Recht nicht gewinnen, ne? Meinst du? Ja, die Türen zuzumachen ist hier komplett. Weißt du, was auch geil wäre, wenn man dafür sorgen könnte, dass nur die Imposters so schnell rennen können? Da müssen die voll probieren, sehr langsam zu laufen. Hey, das wäre lustig. Hey, warte mal, ich mach hier. Was denn? Bist du jetzt oder nicht? Hä, was? Imposter. Ja. Nein. Ey, man kann nicht mal die Farbe definieren, wenn einer an einem vorbeiflitzt. Ey, Task machen eh keinen Sinn, wenn Anni nicht dabei ist, ne? Ja, sie ist wieder da, sie weiß, hat sich gerade bewegt. Task ergibt ja auch keinen Sinn, das haben wir dir schon gerade eben schon mal gesagt. Ich mach trotzdem Task. Ich wurde gefunden. Ich wurde gefunden. Ich dachte, soll ich reporten. Doch, wir spielen doch nicht Verstecke. Ach so, ich dachte, okay. Ups. Wir genießen gerade das viele Rennen. Endlich wieder bewegen. Ich renne überall gegen, ne? Also kein Plan. Ja, ich auch. Und deswegen habe ich den Schuss gemacht. Cool, wir haben verloren. Yeah. Yay! Wer auch immer es ist. Juhu! Ey, mal lass mal Reactor anmachen. Bitte, so witzig. Bitte nicht töten. Reactor anmachen. Nee. Doch, ist geil. Oh. Bitte nicht noch klären? Hinder. Oh, guck. Das war ein bisschen schnell, oder? Ich war gerade gekommen. Ich stehe oben links am Reactor, ich weiß nicht. Shani hat ein Schild gehabt. Shani. Wir brauchen einen Schuldigen. Wer ist denn der Medical? Klären wir es so. Moah. Moah. Also Shani wurde von Chris gesaved. Damit ist Chris nicht. Ich bleib bei meinem Boot, ganz ehrlich. Und das wäre? Wen wolltest du? Ich hab's auf Self-Report getippt auf Martin. Ich skippe, weil es lustig ist. Okay. Uff. Achso, ja, du hast geskippt, ja. Noobs. Was? Plupp. Alles Noobs. Ja, da lachen die zwei Imposter. Ja. Oh, schon wieder Alarm. Ich kann gar nicht. Ah, Alarm. Die Tür ist auch so, mach doch mal die Tür auf, danke. Geh zum anderen! Alarm, geh zum Alarm. Anderen! Geh bin zum recht. Anderen! Bin oh. Recht! Mann, Chris! Alarm! Alarm! Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Dann lass den Imposter finden! Geil! Ist hier niemand tot? Nein, ist noch niemand tot. Ist noch niemand tot? Ist noch niemand tot? Ach, stimmt ja. Hat der gerade das stimmt mal gesagt? Er ist ein Killer. Ja, war klar. War klar. Ja, warum, wenn ihr es wisst, warum macht ihr denn nichts dagegen? Das Lied wäre doch auch gut für unsere Hochzeit. Dürren, du piepst wieder. So, zwei letzte Runden noch. Danke. Chris, Alter! Chris, erklärt uns, Chris. Seriously, erklärt uns. Ich stehe auf dem Scanner. Ja? Auf einmal kommt von links ein Schatten, meuchelt Killerkeks und verpisst sich wieder. Und ich klicke wie ein Bescheuerter auf Escape. What? Und dieser Scan bricht nicht ab. Dann kommt ihr ab, stellt euch hin und geht wieder. Ist das euer Ernst? Also, aufgrund aller Tatsachen muss ich leider Marshy und Martin freisprechen. Geil. Carol kann es auch nicht gewesen sein, die habe ich gerade
Ja, die habe ich gerade gesehen, gab den Ding und ich glaube, Annika ist auch an mir vorbeigelaufen, auf jeden Fall. Komischerweise, den Müll rausbringt, komischerweise würde ich Dürren für sein Verhalten freisprechen. Also bleiben für mich nur Shani und Anni. Aber warum Dürren freisprechen? Sorry, was? Ich habe gerade überhaupt nichts zu sagen. Weil ich Dürren bis zu meinem Scan gerade begleitet habe und ja. Kein Tod und normales Verhalten. Also würde ich einen Imposter-Mädels-Pärchen jetzt... Normal. Also ich war in Weapons und bin dann unten bei O2 gewesen, da war gar keiner. Ja. Ich war komplett lonely. Die erste, die mir begegnet war, war Shani. Okay, ansonsten genau. Hat Dön voll auf Stil und ist mir halt hinterher, hat gemordet und ist wieder weg. Aber warum reportest du jetzt die Leiche? Weil wir haben es ja nicht umsonst. Weil nicht ihr getan. Alle drauf geschissen habt. Ja, ich hab jetzt so gedacht, so, ich laufe bei Keks jetzt hinterher, ich verfolge sie und krieg den Report-Button, sehe, wie du auf Scanner bist und sehe die Leiche und denke mir so, hä? Martin und kommt das wäre normales Imposter-Verhalten, ne? Martin kommt dazu und denkt so, hä? Und dann kam. Und Tyrion war da auch noch da, dachte sie auch so, hä? Ja, ist egal. Ich weiß nicht, wo der liegt, deswegen, also Keksi. Also entweder war es für mich Chris. Ist doch Bullshit, Marschi. Nein, ich überlege ja nur, weil du hättest dich da hinten, aber nee, du würdest weggehen. Ja, lag da jetzt nochmal Sky. Ja, natürlich würde ich weggehen Kixi, oder Kixi, wenden. Das Kixi, ist totaler Schwachsinn. Ja. Gar kein Plan, wo keine Ahnung. Bitte, bevor ich sterbe. Ich weiß es auch nicht, Annika, wir waren ja nicht da. Glaub nicht, dass Marschi, es Chris war. Marschi, bitte in meinen Ohren. Marschi, bevor ich sterbe, im Imposter-Mädels-Pärchen, die sassen sich gegenseitig. Nein. Ich habe geskippt. Ja, weil ich sie gesehen habe auf der anderen Seite. Ja, dann skipp, Mann. Ich war ja nicht in der Nähe von da. Ihr habt alle nicht geskippt, ihr Plebs. Ich hab mich selber gewotet. Ey, der Task noch machen. Ingenieur. Hui, da hat er schnelle Finger. Okay. Ihr habt gemerkt, wir sind zu sechs, ne? Ja. Deswegen. Ach so. Hä, war es Chris nicht? Nee. Nee, Chris ist tot. Nein. Chris stand auf dem Scanner. So. Hä? Warum habt ihr nicht geskippt? Warum habt ihr nicht geskippt? Der ansaste ever. Warum habt ihr nicht geskippt? Ich hab mich selber gewotet. Er hat gesagt, ich bin es, also wird er gewotet. Du hast nicht mal mich gewotet. Hätte er mich gewotet. Nein, weil er gesagt hat, ich bin es. Na, hat er nicht? Das nein, hat er nicht. Das hat er nachgesagt. Ich hab gar nicht gesagt, alleine die ganze Zeit. Ich habe niemand gesehen. Annika und mich gesasst. Er hat nur gesagt, dass ihr euch gegenseitig rausnimmt. Das hat ich nehme überhaupt niemanden raus. Ich sag, Shani ist die einzige Person, die ich gesehen habe. Ich nehme überhaupt niemanden raus, weil ich gar nicht weiß, was passiert ist, weil ich gar nicht weiß, wo eine Leiche liegt. Entschuldigung, was, Carol, was hast du gesagt? Nee, ich weiß nur, dass ich war ja auch in O2, dann hatte ich auch nur Shani gesehen und Annika nicht. Aber das wann war's? Aber Annika ist auf jeden Fall auch an mir vorbeigelaufen. Okay. Also Annika ist definitiv auch an mir vorbeigelaufen, als ich da war. Also dann setze ich euch jetzt mal die Waffe auf ein Ding und sage entweder ich oder Martin, weil ich könnte Martin so einen Kill mir vorstellen, dass er macht, wenn Chris auf dem Midbase-Scan ist und einfach die Leiche. Aber ich kam doch nach dir dahin, ne? Aber ich weiß halt nicht, wo du warst. Ich war beim Teleskop. Dylan, warum bist du kann ruhig? Kann stimmen, ja. Kann stimmen. Weil man sonst das Piepsen hört. Ja. Ja, und dann, nee, dann will ich doch auf Dylan gehen. Weil er piept oder was? Nee, weil er war halt, Martin stand da, glaube ich, wirklich bei. Hey, ihr zwei standet davor da, ich kam danach dazu. Ja, aber Chris meinte, es ist jemand weggegangen und dann kam wieder zu und du warst halt noch in der Nähe. Warum sagt Chris eigentlich die Farbe nicht? War auch Chris die Farbe nicht gesagt? War der Medical oder was? Ja, er hat gesagt, einen Schatten, er hat es wahrscheinlich nicht gesehen. Ja. Oder? Schatten könnte Shani sein. Schießen. Ich laufe auf der anderen Seite. Ja, Aussage. Deswegen. Warst ich du wirklich? Geh auf Dürren, keine Ahnung. Ja, ich war wirklich auf der anderen Seite. Ach, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Dann halt Marsch. Kann ich nicht wechseln, das war ja. Aber noch eine Runde. Also war der Joker? Wetten. Ja, nein. Stimmt. Just Crewmate. Oh. War anscheinend richtig. Wollen wir noch leben, oder? Nee, du musstest doch du gewesen sein. Ach, Martin. Tu doch dies nicht. Aha. Wird doch Annika gewesen sein. Ne?
Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Niederschnitzeln. Bis dann.